Warum schaust du dir dieses Video an? Wahrscheinlich, weil du dich für die Prothetik, in dem Fall für Oberschenkelprothesen, interessierst. Dein Job ist erfüllt. Jetzt ist es meiner, dir genau zu erklären, wie man so eine Oberschenkelprothese aufbaut und auf was man ganz genau achten muss, damit das astrein hinhaut. Oder dir zu vermitteln, warum man das genauso machen sollte, damit diese Blackbox-Prothese besser verstanden werden kann. Willkommen zu einer neuen Folge bei Gotit. Bevor wir uns anschauen, wie man eine Oberschenkelprothese aufbaut, müssen wir uns erstmal ein paar Fakten und Eigenheiten der Oberschenkelamputation anschauen, ohne die man beim Aufbauen ganz schön aufgeschmissen wäre. Das Offensichtlichste vorab. Im Vergleich zur Unterschenkelprothese haben wir jetzt ein Passteil mehr, ein physiologisches Kniegelenk weniger und viel weniger Muskeln, um das Ganze gut ansteuern zu können. No shit, Sherlock, ich weiß. Aber das bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Durch eine Oberschenkelamputation fehlt nur die Funktion des Kniegelenks und die Muskeln im Oberschenkel sind im Gegensatz zur Knieexartikulation durch die Amputation betroffen. Was das zur Folge hat, das klären wir gleich. Der Anwender muss also einen größeren Funktionsverlust mit weniger körpereigenen Strukturen ausgleichen. Dass das schwierig ist, das kann man sich denken. Wie der Unterschenkelstumpf ist dieses Amputationsniveau nicht entbelastbar. Um den Stumpf dann richtig zu betten, gibt es unterschiedlichste Schaftformen. Jede mit eigenen Funktionsprinzipien, Vor- und Nachteilen. Ohne eigenem Kniegelenk hängt jetzt die Kniesicherheit maßgeblich von den verwendeten Passteilen, dem Aufbau und einer guten Gehschule ab. Ohne diese Basis wird das nichts mit der guten Prothese. Der Oberschenkelstumpf kann verschieden lang sein und das hat seine Auswirkungen. Je höher die Amputation durchgeführt wurde, desto stärker wandert das Hüftgelenk in eine Fehlstellung. Wenn wir uns die Amputation anschauen, erkennt man auch warum. Diese Fehlstellungen werden durch ein Muskelungleichgewicht erzeugt. Von frontal betrachtet fallen die Adduktoren mit einer hohen Amputation weg. Die Abduktoren setzen aber viel weiter proximal, also weiter oben an. Die Adduktoren verlieren so an Kraft und Hebel, wobei die Abduktoren unberührt bleiben und immer noch ziehen wie vorher. So wandert der Stumpf in eine Abduktion. So eine Fehlstellung darf man nicht mit einer Kontraktur verwechseln. Wenn das Hüftgelenk noch frei beweglich ist, haben wir keine Kontraktur und nur die müssen wir beim Prothesenaufbau berücksichtigen. Also Hüfte frei, beweglich, aber in Fehlstellung, keine Kontraktur. Verminderte Beweglichkeit mit Anschlag, Kontraktur. Wie genau wir die beim Aufbau berücksichtigen müssen, schauen wir uns gleich an. In der Sagittalebene, also von der Seite, passiert was ganz Ähnliches. Die ischiochorale Muskulatur, die Beinbeuger, oder bei ganz hohen Amputationen der Gluteus Maximus fallen weg. Aber die starken Hüftbeuger, die am Trochanter Minor ansetzen, bleiben vorhanden. Und so wandert der Stumpf in eine Flexionsfehlstellung. Wenn der Gluteus Maximus bei kurzen Stümpfen teilweise wegfällt, kann man eine Kontraktur fast nicht mehr verhindern. Nach den ersten Basics schauen wir uns jetzt an, wie man so eine Oberschenkelprothese von Anfang bis Ende aufbaut. Wir gehen jetzt zusammen die Aufbaurichtlinien einer Oberschenkelprothese durch. Wie man das erreicht, ist im Prinzip egal. Ein Aufbaugerät kann einem das Leben aber um einiges leichter machen. Ihr braucht aber unbedingt einen geraden Untergrund, euer Werkzeug, die Prothesenteile und ein Lot. Entweder ein Laserlot oder ein Oldschool-Lot mit Schnur und Gewicht. Wie immer, ganz wichtig, lest euch vor dem Aufbauen die Herstellervorgaben der Passteile durch und befolgt die auch. So seid ihr auf der sicheren Seite. Fangen wir beim Fuß an. Wenn ihr schon mal eine Unterschenkelprothese aufgebaut habt, wisst ihr eigentlich schon genau, wie es geht. Nämlich genau so. Den Fuß stellt ihr mit einem Absatz oder dem Aufbaugerät in eine Plantarflexionsstellung, die der effektiven Absatzhöhe des Schuhs plus 5 mm entspricht. Die effektive Absatzhöhe ist ganz einfach die Differenz zwischen der Schuhhöhe im Vorfuß und der Ferse. Der Schuh hat ja unter dem Vorfuß auch noch eine Sohlendicke. Die Anterior-Posterior-Position wird auch gleich wie bei der Unterschenkelprothese eingestellt. Ihr messt die Fußmitte aus und das Lot muss 3 cm hinter der Markierung verlaufen. Die 3 cm passen bei den meisten Füßen. Habt ihr aber kleinere, zum Beispiel unter der Größe 28, kann man 2,5 cm statt 3 verwenden. Bei großen Füßen über der Größe 36 bieten sich 35 mm an, wenn nichts anderes in der Gebrauchsanweisung steht.
Und frontal bleibt auch alles beim Alten. Das frontale Lot muss zwischen die erste und zweite Zehe fallen, damit wir eine Außenrotation von ca. 5 bis 7 Grad bekommen. Der Fuß ist fertig. Jetzt kommt der teuerste Part, das Knie. Wie das physiologische Knie hat das mechanische einen Drehpunkt. Und der soll auf die gleiche Höhe wie der physiologische. Dazu brauchen wir Patientenmaße. Entweder ihr misst die Gegenseite aus und notiert euch die Höhe des Drehpunktes. Oder ihr addiert zum Gelenkspalt Bodenmaß 2 cm dazu. Auf diese Höhe muss der Referenzpunkt des Prothesenknies sein. Beim monozentrischen ist das der Drehpunkt, bei polyzentrischen auf die vordere obere Achse. Schaut hier unbedingt nochmal in der Beschreibung nach. Messt hier einfach vom Absatz aus, sonst müsst ihr die 5 mm von eurem Maß abziehen, also macht euch das Leben nicht schwerer als es schon ist. Von frontal soll das Knie mittig über dem Prothesenfuß und im Verlauf des Lotes sein. Wenn ihr im Aufbaugerät das Knie einspannt, ist das schon so eingestellt. In der Transversalebene wird das Knie meistens in 5 Grad Außenrotation aufgebaut. Das ist auch schon bei Aufbaugeräten voreingestellt, wenn ihr eins verwendet. Sagittal muss das Lot je nach Kniegelenk anders verlaufen. Das hängt ganz davon ab, welchen Mechanismus euer Kniegelenk verwendet. Monozentrische Kniegelenke haben einen anderen Lotverlauf als Mikroprozessorgesteuerte. In der Regel verläuft das Lot bei Rotationshydrauliken durch den Drehpunkt, bei Bremsgelenken 10 mm hinter den Drehpunkt, bei polyzentrischen meistens durch die vordere obere Achse und so weiter. Also, macht das schlaue Heftchen vom Hersteller auf, da steht alles ganz genau drin. Dann zum letzten Teil, dem Schaft. Fangen wir mit der Höhe an. Bei der Gipsabnahme oder dem Scan könnt ihr mehrere Maße aufnehmen, die euch bei der Höhe des Schaftes helfen. Einmal das Trochanter Bodenmaß, das Tuberbodenmaß oder eigene Markierungen, die ihr euch auf den Gips und dann auf den Schaft übertragt, damit am Ende die richtige Höhe rauskommt. Transversal soll der Schaft so rotiert sein, wie der Anwender eben steht. Dabei helfen euch Orientierungslinien, die ihr beim Scan oder Gipsabdruck am Stumpf einzeichnen könnt. Übertragt die auf den Schaft und lasst da das Lot durchlaufen. Zur Orientierung hilft euch die laterale Anlage, die ist meist grob in Laufrichtung ausgerichtet. Sagittal gibt es ein paar Dinge zu beachten. Vorhin haben wir uns über Kontrakturen unterhalten. Das wird jetzt wichtig. Wenn der Anwender eine Kontraktur hat, müssen wir die hier berücksichtigen. Aber jetzt mal von Anfang an. Ohne Kontraktur wird der Schaft in der Regel in 3 bis 5 Grad Flexion aufgebaut. Bei sehr beweglichen Hüften kann auch 0 Grad eine gute Lösung sein. Um das einzustellen, teilen wir den Schaft wieder in der Mitte mit einer Linie. Die Linie soll ganz genau seitlich verlaufen. Deswegen ist es gut, wenn ihr den Schaft schon vorher in Laufrichtung ausgerichtet habt. Auf Höhe des Trochanter Major macht ihr jetzt einen Punkt. Jetzt kippt ihr den Schaft so weit, bis eure Linie und das Lot in der gewünschten Gradzahl abweichen. Das Lot muss aber immer durch den Punkt laufen. So dreht ihr den Schaft am Hüftgelenk und verschiebt nicht wieder alles. Wenn der Anwender eine Kontraktur hat, stellt ihr mit dem Thomas-Handgriff fest, wie viel das ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schlagt das nach. Wenn das nicht passt, wird das nichts mit der guten Prothese. Also Beugekontraktur plus 5 Grad, wenn eine Kontraktur vorhanden ist. Wenn nicht, 3 bis 5 Grad. Bei einer Überbeweglichkeit können auch 0 Grad Sinn machen. Fast fertig, nur noch die frontale Einstellung vom Schaft. Frontal zeichnen wir uns auch die Mitte mit einer Linie an. Schaut drauf, dass hier die Laufrichtung schon exakt passt. Mit der Linie stellen wir jetzt die Adduktionsstellung ein. Hier müssen wir die Stümpfe in der Länge unterscheiden. Bei langen transfemoralen Amputationen baut man den Schaft in 2 bis 3 Grad Adduktion auf. Mittellang 5 bis 7 Grad und kurze Stümpfe in 9 bis 12 Grad Adduktion. Zeichnet euch diese Gradzahl frontal am Schaft an und kippt ihn so lange, bis ihr die gewünschte Gradzahl erreicht habt. Der Schnittpunkt der zwei Linien ist proximal an der Schaftkante, also an der Schafteintrittsebene. An dem Drehpunkt wird der Schaft gekippt. Man kann auch zum Trochanter hochmessen und den Drehpunkt verwenden. Da scheiden sich die Geister. Die Adduktionsstellung des Schaftes hat mehrere Gründe. Erstmal ist ein gewisses Maß an Adduktionsstellung physiologisch. Wenn wir es mal anders betrachten und den Schaft in Abduktion aufbauen würden, müsste der Anwender mit den Adduktoren entgegenarbeiten, die aber zum Teil gar nicht mehr da sind. Also das ist schon mal raus. Jetzt nur noch die Frage, wie viel Adduktion? Und da hilft uns die Daumenregel, die ihr vorhin gesehen habt. Das wirkt Ausgleichsbewegungen wie einem Duchenne-Hinken entgegen und spannt die Abduktoren vor. Aber wie immer, das Feedback des Anwenders ist neben den Aufbaurichtlinien ein weiterer fundamentaler Faktor,
der ich auf dem Weg zur Superprothese weiterhilft. Fertig! Und so baut man eine Oberschenkelprothese auf. Zu einer guten Prothese gehört natürlich noch weit mehr als nur der Aufbau. Aber wenn ihr das zuverlässig nach ein paar Mal Üben hinbekommt, seid ihr auf einem echt guten Weg. Dann bis zum nächsten Mal bei Gottet.